Jo, So, aber ich erstmal begrüßen wir glaube, unsere da Gäste. ist es. Zack. Ja, nur dich sieht man nicht, wenn du da drüben so blätterst, Ich so komme dann weit wieder weg. her. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes in altbewährter Besetzung. An unserer Seite Pferdephysiotherapeut Chris Debski, der ist unser Partner in unserer Online-Akademie der Hofreitschule und selber Betreiber einer Online-Akademie mit Namen Pferde gesund bewegen. Lieber Chris, guten Abend. Dankeschön. Einen schönen guten Abend allerseits. Ja, auch von uns aus guten Abend, meine liebe Frau Christine Krischke Hallo. und ich bin der Wolfgang Krischke und wir haben heute ein sehr spannendes Thema, was vielerorts auch wirklich vernachlässigt wird und das ist die Etikette zum Pferd. Etikette überhaupt in der Reiterei, In der Reiterei. von Kleidung, gutem Benehmen, Menschen und Pferden gegenüber. Ja. Also von der Kleidung her wird natürlich beim Turniersport da schon drauf geachtet oder noch drauf geachtet, aber ansonsten nicht so sehr. Ja, da beginne ich gleich mal mit dem Ulf Besten. Dem habe ich gerade telefoniert. Hallo Ulf. Hallo Ulf. Etikette als die traditionelle Erwartung an das Sozialverhalten innerhalb einer Gruppe kann aus meiner Sicht beim Reiten und in der Reitkunst auf drei Umgangsformen bezogen werden. Erstens zwischen Reitern, zweitens zwischen den Pferden und drittens zwischen Reitern und Pferd. Während Reiter dies zum Beispiel aus Regelwerken und durch Erziehung lernen können, sozialisieren sich Pferde untereinander, zum Beispiel idealerweise intuitiv in der Herde. Die Etikette Pferd-Reiter wird überwiegend durch den Menschen sozialisiert. Was sind dabei aus eurer Sicht unverzichtbare und wünschenswerte Regeln der Etikette, die ein Reiter seinem Pferd entgegenbringen sollte? Wer fängt an? Bitte? Chris, du fängst an. Ich fange an. Ich glaube, das Wichtigste fängt tatsächlich bei Respekt an. Und ja, genau, den Stich habe ich heute rausgesucht gehabt. Das ist aus dem Büchlein von Riedinger. Und das fand ich ganz spannend. Das Kompliment vor dem Aufsitzen, sich also vor dem Pferd verneigen und einen gewissen Respekt auch seiner Umgebung gegenüber zu geben. Und ja, es ist, glaube ich, mittlerweile eine Unart in der Reitbahn, sich mehr mit sich selber, mit der Umwelt zu befassen, als mit dem Pferd, bevor man eine bestimmte Gangart einnimmt. Also ich bin ja auch ziemlich viel unterwegs und sehe, was die Reiter so treiben. Und jeder kennt das. Da wird während des Putzens gequatscht, da wird telefoniert, da wird noch ein bisschen was gelesen und so weiter. Und dann geht man in die Reitbahn, steigt aufs Pferd am langen Zügel, da wird noch weiter irgendwie WhatsApp geschrieben, telefoniert, dann wird irgendwann die Decke abgemacht und dann geht's los. Letztens habe ich ein Pferd behandelt, und da kam dann der Reiter, mit seinem Pferd in die Stallgasse reingeritten, an uns vorbei, gedrängelt, ohne irgendwas zu sagen. Ja, also wir kennen das also, wenn wir in die Reitbahn gehen, dann ruft man irgendwie so Tür frei oder so. Ja, der hätte vielleicht Stallgasse frei, wäre gut gewesen. Platz Ja, da. und es geht wenig ums Pferd. Also ich glaube, man muss einfach sich die Ruhe nehmen und einen gewissen Respekt davor haben, was man da eigentlich macht. Und das ist für mich erstmal so der Grundrespekt dem Pferd gegenüber. Ich sage immer, es ist, bedank dich auch später bei deinem Pferd. Es ist das beste Pferd, was du gerade hattest. Du hast nur das eine. Also du kannst zwar 20 Pferde besitzen, aber auf dem du gerade geritten bist, das war das Beste, was du gerade hattest. Ja. Und du musst dafür sorgen, dass das halt auch zustande kommt. Respektier das. Naja, es ist Bedank dich dafür, dass du damit unterwegs sein durftest. gehört zum Beispiel eine Ansprache dazu. Also wenn wir morgens in den Stall gehen, wird jedes Pferd auch einzeln begrüßt. Wir sagen guten Morgen, wie geht's dir? Ja, wir reden mit dem Pferd kurz. Davon ab, das Pferd guckt dann ja meist auch her und der erste Augenblick sagt ja schon mal, na, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Wenn es nicht herguckt und die Ohren hängen lässt, kann man ja schon mal sagen, oh, stimmt da was nicht? So, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man seinen Partner, für uns sind es ja Arbeitskollegen, dass man die grüßt und dass man sie auch ehrt. Ja,
Es sind bei uns ist das die Arbeitskollegen, bei den anderen sind das die Freizeitkollegen. Aber auch normalerweise, wenn man sich auf der Straße trifft oder wenn man sich abends zur Disco trifft oder sonst irgendwo, dann sagt man ja auch Hallo und Küsschen hier und Küsschen da und was weiß ich, welche Zeremonien zum Teil heute dazu gehören, sich guten Tag zu sagen oder dieses Hände shaken, was die Jungs zum Teil da machen mit 1000 Griffen und nochmal und was weiß ich, den Ablauf musst du kennen. Das sind so Zeremonien. Und ist nicht ganz so schlimm, wenn man das mit seinem Pferd auch so hält, mit dieser Zeremonie. Und vor allen Dingen auch, wenn man fertig ist mit dem Reiten, dass man, wenn man absteigt, dass man sich bei seinem Pferd bedankt, dass man es nochmal liebevoll streichelt. Das wollte ich sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass euch ein Tier auf seinem Rücken bestimmen lässt, wo es lang geht. Das ist über Jahrtausende mittlerweile hineingezüchtet. Und ihr profitiert vom züchterischen Können von Generationen und Abergenerationen von Menschen, die vor euch da waren. Und jetzt habt ihr da ein solches Lebewesen, das so stark auf den Menschen geprägt ist. Und es ist nicht selbstverständlich, dass es sich von euch retten lässt. Und mit dieser gewissen Ehrfurcht und Demut muss man da auch rangehen. Und ja, gerade beim Reiten, also beim Fahren sehe ich es noch ein bisschen anders. Da hat das Pferd ein bisschen mehr Freiraum, aber darf zwar auch nur in eine Richtung laufen, aber ist nicht ganz so eingesperrt wie beim Reiten. Beim Reiten saß der wirklich, biegt dich hier und guck nach da. Und also da bist du schon sehr bossy. Also das Pferd, das mit sich machen lassen, finde ich toll. Und ich finde, da sind wir denen auch dankschuldig. Ja. Was war denn, gehört denn okay. Noch dazu? Haben wir das alles beantwortet? Ja, eigentlich, das war schon schön. Gut, ich mache okay. Mal ein bisschen weiter. Die Katrin. Hallo, was hatten denn die Reitmeister für Kleidung an? Aus was für einem Stoff? Ja, im Allgemeinen damals trug man Wolle. Und bei Hofe in den Räumen meist Seide. Was anderes gab es nicht. Baumwolle gab es schon, war sehr teuer und rar, weil musste eingeführt werden. Da haben sie vornehmlich Damenkleider draus gemacht. Ja, aber im Allgemeinen trug man Wollstoffe. Auch die Soldaten, alle Soldaten hatten Wollstoffe. Davon ab, dass Wolle eben, das ist zwar ziemlich warm, die Wolle ist gefüttert mit Leinen innen drin, zum Teil noch mit groben Leinen. Und man hatte auch im Allgemeinen Leinenhemden an. Die Hemden waren nicht aus Baumwolle, die waren aus Leinen. Es gibt ja ganz dünnes Leinen, es gibt dickeres Leinen, grobes, feines Leinen. Das ist aber recht. Aber im Allgemeinen, egal welche Bücher ihr euch anschaut, die hatten immer zumindest eine Weste an über dem Hemd und meistens auch ein Jackett. Ein Rock, ja. Oder da, wie man es damals nannte, den Rock. Also das war je nachdem, in der Renaissance war es ein bisschen kürzer, in der Barockzeit war der dann länger, bis fast unten zur Kniekehle. Aber der Rock, der wurde da drüber. Aber ohne Weste ging gar nicht. Also Hemd und Hose hat niemand getragen. Auch ja, nicht während der Arbeit. Ja, die Bauern schon. Ja, das ist ne? Ja was anderes. Aber wir sprechen ja von ja. Reitkünstlern. Ja. So, und eine Kopfbedeckung. Bitte? Eine Kopfbedeckung. Nahezu alle, sowohl Damen als auch Herren, auf allen Kupferstichen zu sehen, hatten eine Kopfbedeckung. Ob es jetzt der Dreispitz war oder eine Renaissance entsprechende Kopfbedeckung, eigentlich war die auch immer vorhanden. Für Damen gab es das eigentlich gar nicht ohne, außer der Hochadel. Die haben ja dann hochgesteckte Frisuren gehabt, aber meist haben sie auch noch irgendwas Hübsches auf dem Haar drin gehabt. Und die Herren eben auch. Ein Hut wurde generell getragen. Das kommt aber auch schon aus dem Mittelalter her. Alleine, um das Ungeziefer nicht unbedingt ins Haupthaar springen zu lassen. Ja. Es war alles noch nicht ganz so clean, wie wir uns das heute vorstellen können. Von daher hat man auch nachts mit einer Haube geschlafen, zum Beispiel, damit die Haare möglichst frei blieben von Ungeziefer. Aber genau. Und es gab ein Unterkleid und mit dem hat man auch geschlafen. Ja. Und das wurde dann halt alle zwei Tage, einmal die Woche oder einmal im Monat gewaschen. Oder erst, wenn Ostende eingenommen ist, dann nach 3 Jahren. Königin Isabella war die Arme, die darauf gewettet hat. Ja. Und dann erklär's jetzt ganz. Jetzt hast du die Leute, die lässt ja nicht im Regen stehen. Königin Isabella von Spanien wollte die Stadt Ostende einnehmen, Belgien, also Holland, Belgien.
Niederlanden. Flandern ist das, glaube ich. Flandern, ne? Mhm. Und sie hat gesagt, ja, das geht ganz schnell, meine Truppen nehmen das ein, dass, ich werde mein Unterhemd nicht eher wechseln, als die Stadt Ostende gefallen ist. Und es dauerte 3 Jahre. Und sie hat tatsächlich das Unterhemd nicht gewechselt. Und dann, so sagt man, nach der Farbe ihres Unterhemdes hat man die Pferde dann Isabellen genannt, die so eine Farbe haben wie mein Halkon. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gut, ja. Ist so eine Legende, ne? Also ob das jetzt stimmt, wissen wir auch nicht. Katrins Frage geht noch weiter. Trug man auch Leder am Bein? Ja. Ja, unbedingt. Also die Stiefel, die man für diese Art der Reiterei getragen hat, haben gar nichts mit der Art Reitstiefel, die heute getragen wird, zu tun. Kommst du gleich. Also die Stiefel, ihr kennt die ja auch von uns, wie wir sie tragen. Heute sagt man ja Overknees, die sind ja wieder in bei den Damen. Aber bei den Reitern waren die immer Overknees, aus einem ganz einfachen Grund, schon vom Mittelalter her, weil man die Hose schonen wollte. Denn die Hose darunter war meist aus Hirschleder, sämisch gegerbt. Das ist sämisch gegerbtes Hirschleder, ist vergleichbar mit Fensterleder. Das kennt jeder, Autofensterleder, wo man die Autofenster noch mitwischt. Im Haus wird das eher nicht mehr benutzt, aber das ist sämisch gegerbtes Leder und diese Hosen sind unfassbar weich und bequem. Und leider wird das Leder nach einer Zeit unansehnlich. Und um das lange, lange, lange zu schonen, trug man die Stiefel über ungefähr Mitte Oberschenkel. Zum Laufen wurden sie umgeschlagen, nach unten geklappt, zum Reiten hat man sie hochgezogen. Und im Mittelalter, Spätmittelalter sogar oben festgebunden, dass sie beim Reiten, die wurden am Stiefel festgebunden, außer dass sie beim Reiten nicht nach unten rutschten. Es war ein Lederstrumpf mit einem festen Schuh unten dran. Ja, und aber auch so ein, fest auch nicht. Nein, ein Schuh und einen größeren Hacken, der verhindert, dass man durch den Steigbügel rutscht. Mhm. Sicherheitsaspekt hat man heute noch, ne, eigentlich. Ja. Einen vernünftigen Reitschuh oder Reitstiefel, der soll halt eben entsprechend einen Absatz haben, der verhindert, dass ich da durchrutsche durch den Steigbügel. Ja. So, jetzt fragt Katrin noch, es gab gewiss doch auch verschiedene Gewänder, wie heute auch, etwas für die tägliche Arbeit und dann noch was ganz Prunkvolles für Sonntags- oder festliche Anlässe. Ja, das hat das mit den Rängen zu tun. Aber wenn wir uns die Stiche anschauen, zum Beispiel bei den Riedinger, die Knechte. Ja, hier ist ein Riedinger, der große. Einmal das. Aber alles daneben. Noch auch nicht nach hinten. Ah, los. Ich suche mal ein paar Reitknechte. Machen wir dann mal Knechte, ja. Also, so ganz im Prunk hätte ich für euch zum Beispiel sowas. Also, das ist von hinten, ja. Komm her, hier nochmal ein bisschen von vorne. Sowas. Sowas hat man auf großen Paraden, den sogenannten Karussells, speziell dafür angefertigt. Da hat man sich dann so wie man sich die Römer vorgestellt hat. Hat man die Pferde geschmückt und das ist jetzt hier so ein Römerhelm und dann so römisches Gewand und dann hat man einen Wettstreit gemacht, zum Beispiel zwischen den Römern, den Karthagern, den Griechen und hat dann so ein antikes Spiel, Theaterstückchen daraus gemacht, aber schon wirklich um die Wette Waffengarten geritten. Blumen gestochen oder Köpfe, darf man ja nicht sagen, war nur damals so. So, und da hat man sich ganz, ganz prächtig angezogen. Schaut mal, ich weiß nicht, ob man das für das groß genug kriegen. Ja. So, wenn wir uns den Mann mal genau anschauen, der hat jetzt eine kurze Jacke an. In der Zeit haben wir die langen Röcke eigentlich an. Das Pferd ist übrigens geblendet. So wird es mit der Decke und mit der Blende zur Reitbahn geführt. Er hat diese Jacke an und darunter eine Schürze. Und trotzdem einen Dreispitz. Und die Jacke hat auch die Aufschläge an den Ärmeln. Also das sieht schon für uns heute recht nobel aus. Wer sich damals mit dem Pferd ums Pferd gekümmert, hat er immer noch einigermaßen ordentliche Kleidung getragen. Und wenn ihr gute Historienfilme seht, dann seht ihr das auch, dass auch die Bediensteten sehr, sehr ordentlich gekleidet sind. Man hat da sehr drauf geachtet bei Hofe. Auch die Küchenhilfen, ganz egal, wer wo gearbeitet hat, die haben einigermaßen gut ausgesehen, die Leute. Außer die Holzknechte, die natürlich draußen im Wald waren oder vielleicht die im Stall gemistet haben, aber im Großen und Ganzen mit den Tieren direkt umgegangen sind, waren immer relativ ordentlich gekleidet.
Ja, man sorgte ja in gewisser Weise auch für diese Leute. Man muss auch dazu sagen, im Andrade finden wir sowas auch. Das ist ja hier das kleine, dünne Büchlein, Edle Kunst des Reitens. Da sind also auch tatsächlich auch geschrieben, dass sämtliche Leute, die Pferde ausbilden, Pferde reiten, bereiten, zureiten, auch ein Verbot haben, irgendwo anders Reitunterricht gegen Geld zu geben. Also sie sind quasi beim Staat angestellt, bei Hofe, und sie müssen von diesem Soll, den sie da bekommen, leben. Der soll groß genug sein, also üppig genug sein, dass sie davon leben können und nicht nebenbei noch woanders arbeiten müssen und auch dürfen. Also sie stellen sich komplett in den Dienst des entsprechenden Dienstherrn. Mhm. Ja, da muss man davon auch davon ausgehen, es gab keinen 8-Stunden-Tag. Ne? Arbeitstag war früher im Allgemeinen 12 Stunden. Es gab keinen Urlaub. Ja, der Sonntag wurde in der Tat normalerweise freigehalten, aber die Herrschaften haben ja am Sonntag dann geritten, die kriegten dann wahrscheinlich einen anderen Tag frei. Aber Urlaub in dem Sinne gab es nicht. Es gab Weihnachtentag frei und so weiter. Hier ist nochmal das koloriert. 2 Männer, die das Pferd longieren. Das Ding auf dem Rücken nennt man übrigens spanischen Reiter. Wenn wir nochmal zu dem spanischen Reiter von der letzten Woche kommen. Das ist ein Gerüst auf dem Sattel festgemacht, das die Zügel schon in die Position bringt des Longierpferdes, wo die Reiterhände später sind. Aber die Herrschaften, seht ihr, lange Stiefel übers Knie, den Rock, darunter die Weste und den Hut an. Ja, und da sieht man es auch bei dem Andrade, kann man auch sehr gut erkennen, bei dem, wie dünn diese Stiefel da wirklich sind. Das ist mehr hochgeschobene Socken quasi sind, wie wir es gerade schon mal gesagt haben. Und da hatte ich auch noch mal was rausgesucht, das ist in den Urdirektiven. Wenn du das da immer in die Kamera hältst, dann sind wir ganz lange ganz unscharf. So, da sind wir in den okay. Da geht es auch noch mal um die Stiefel. Die Stiefel müssen so geschmeidig als nur immer tunlich dem Schenkel sich anlegen. Denn durch einen zu starken und groben Stiefel, wie einige Zeit hier, der Missbrauch eingeschlichen, weder dem Reuter eine saubere, förmliche Positur noch dem Pferd eine angemessene Hilfe a tempo gegeben werden kann. In einem solchen ungestalteten, grobe gefalteten Stiefel des scholaren Schenkel nicht zu observieren ist, ob er krumm oder grad gesteckt oder gebogen steht, welches doch, damit der Scholar ein gut und schön Positur, wozu der Schenkel viel kontributiert, übernehme, ein von notwendigen Erfordernissen ist, so kann auch mit solchen dem Pferde keine subtile Hilfe gegeben. Also das hatte mehrerlei Hinsicht eben Sinn gemacht. Einmal, dass ich also wirklich da anschmiegsame Schenkel, wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass der Leib vom Schenkel umschmeichelt wird, wenn die Hilfe ausgesetzt wird. Und dieses, ich muss das spüren können. Und als Reitlehrer muss ich sehen können, was treibt denn der Bursch da oben? Oder die Dame, die da im Sattel sitzt. Ja. So, wenn man einen längeren Gehrock anhat, auf dem man eigentlich sitzen würde, dann muss man dich daran dann hat man, nee, sieht man, lass doch mal. Dann hat man den so hochgefaltet. Seht ihr das? Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ne? Da waren Knöpfe drin und dann hat man den so einmal umgefaltet, damit man sich da nicht draufsetzt und den kaputt reitet. Und man hatte auf dem Pferd eine Kleiderdecke. Und da werden wir immer oft gefragt, oh, eure Schabracke ist verrutscht, weil das hinten so weit rausguckt. Nein, das nennt sich Kleiderdecke. Das ist, wenn ich mit offenen Schößen, nicht so hochgeknotet, mit offenen Schößen reite, um auch meinen tollen Stoff meiner Uniform zu zeigen, dass das nicht hinten unterm Sattel rutscht und dann nach vorne kriecht und mich aus dem Sattel zieht. Das schont meinen Rock. So, deswegen Kleiderdecke. Das ist ein typisches Ding. Dann ein typisches Ding. Die Kleiderdecke hat sich in Portugal im Grunde noch erhalten. Die haben hinter dem Sattel ein Fuchsfell oder meistens ein Fuchsfell. Das Cherell. Das Cherell, Fuchs oder manchmal auch Ziegenfell. Das ist so eine Decke, die hinter dem Sattel ist, weil die Portugiesen, die Mäntel kennt ihr sicherlich, so lange schwere Wollmäntel anhaben, meist auch mit einem Pelzkragen obendrauf, mit einem Fuchs obendrauf. Und damit der Mantel nicht schmutzig wird vom Pferd, liegt er nämlich oben auf diesen Cherell obendrauf. Der wird hinten am Sattel festgemacht. Das ist die neuzeitliche Kleiderdecke, wie die man früher allgemein auf dem Pferd hat. Heute sagen wir immer Schabracke dazu. Ja.
Ich mache mal eine weiter. Isabella Tetsuru. Zuru. Tetsuru. So. Gibt es Lektüre zur damaligen Reitbekleidung und könnt ihr uns da etwas empfehlen? Lektüre speziell dazu nicht? Oder würdet ihr, wurde damals das nicht aufgeschrieben und ist bloß aus Abbildungen zu entnehmen? Ja, genau so machen das die Reenactor, mit denen wir auch in Kontakt stehen. Die suchen sich ein Gemälde und schneidern das mit ihren Erfahrungen und Schnittmustern nach. Die große Zeit der Kavallerie, ein Buch über eine Schwarte, komplett voll mit Anleitungen. Wie, sag mal eben kurz, wie man sich was anzuziehen hat. Je nachdem, zu wem man gehört. Ich hatte ja eben so eine schöne, oh, der war doch toll. Eine schöne Seite. Hm. Wir sehen. Ja, bist zu dicht dran. Zu dicht dran. Ah, ja, und es gibt jede Menge Bücher, wo Schnittmuster drin sind. Also es gab zu jeder Reitgattung, gibt es die Bücher über die Uniformen, was getragen wurde. Da die Reiterei früher immer in Militärhand war, waren die Leute auch dementsprechend gekleidet. Hier ist es nochmal sehr schön zu sehen. Waren die Leute auch dementsprechend gekleidet, an welchem Hofe sie waren. Das heißt, die Farben wurden getragen. Zu dicht, ja, ich sehe es gerade. So sieht der junge Mann von hinten aus. Ja, mit all dem Lametta, was er tragen muss. Aber da sieht man auch die Jacke, die Hose, den Collar. Das ist die Jacke, die über der Weste getragen wurde. Das ist ein Husar hier. Und die Mütze heißt Chaco und so weiter. Das jetzt möchtet ihr bestimmt auch noch Damen über Damenkleidung was wissen. Damen hatten zum Reiten sogenannte Reisekleider an. Die sind also nicht mit diesen riesen Poschen geritten, die sie bei Hofe zum Tanz anhatten, sondern die hatten Reisekleider an, mit einigermaßen viel Unterrock, was, wenn sie oben geschnürt waren, trotzdem noch einen dicken Hintern und viel Rock gemacht hat. Aber es waren, also sie sind nicht mit Poschen in dem Sinne geritten, obwohl es sehr, sehr schön aussieht. Wenn man wirklich mit einer Schnürbrust reitet und so ein bisschen eine kleine, also viel Unterrock dann dazu hat und dann richtig die Taille so auseinander geht und im Damensattel reitet, ist sehr authentisch und schön aus. Ja, die Isabella fragt uns auch, sind eure Reitkostüme nach originalen Vorbildern geschneidert? Ja, ja, das sind sie. Die erste Generation, die wir hatten, diese braunen und die goldenen Kostüme, die waren noch aus einer Theaterschneiderei mit einem relativ modernen Schnitt und auch modernen Schultern. Die roten Kostüme, die wir jetzt seit 10 Jahren auf jeden Fall, ne, so 10 wow. Jahren haben, ne, die haben den historischen Schnitt mit den Schultern korrekt angesetzt und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir bei der Umsetzung auch auf so tolle Details bestehen, wie zum Beispiel, dass jeder, Wolfgang muss noch ein bisschen zeigen. Ja, du kannst ja weiter erzählen, ich zeige euch noch ein paar Bilder. Das sind also die Kostümbücher, die wir da haben, die sind bis ins kleinste Detail ganz genau beschrieben, aufgemalt. Ne? Hier vorne, das ist ein Reiter, wo wirklich alles im Detail gezeigt wird. Gibt es ganz genau und es gibt tatsächlich dazu Anleitungen. Gibt es in Englisch, gibt es in Deutsch. Für die Dame, für den Herren. Voll mit Schnitten, egal was ihr haben wollt, von der Köchin bis zur Breeches, zur Hose, die die Reiter anhatten, gibt es alles, könnt ihr alles raussuchen und ihr könnt auch Schnitte kaufen. Dürfen wir Werbung machen? Bei Nehelenia Patterns, ja, das kann man sagen, sind ja relativ alternativlos. Nehelenia Pattern, da könnt ihr die Schnitte im Grunde kaufen. In Lebensgröße und können Kostüme selber schneiden. Was ich sagen wollte, wir achten in der Hofreitschule auch auf so besondere Details. Zum Beispiel, dass alle Seitenlocken tragen und dass die Hüte passen. Ein Dreispitz ist ein relativ mächtiger Hut. Das ist nicht so ein auch, also wer im Herrengewand reitet, auch als Dame, der hat einen Dreispitz auf, der ihm so weit auf die Stirn geht, dass er nicht auf der Augenbraue sitzt, aber auch nicht oben drauf sitzt wie so ein Tütü, sondern genau einen Finger breit über der Augenbraue sitzt. Und er hat eine Frisur. Und diese Frisur besteht aus Seitenlocken und einem Zopf.
Und dieser Zopf kann entweder in einer Zopftasche versteckt sein, in einer meist schwarzen Seidentasche, oder der war umwickelt. Also gut, könnt ihr euch bei uns angucken. Wir haben entweder Perücken oder Seitenlocken für unsere Leute und achten darauf, dass die Frisuren originalgetreu sind. Denn wenn die ihren Hut lüpfen, soll ja nicht plötzlich das große Drama losgehen. So achten wir auch darauf, dass die Brillen, mit denen wir reiten, einigermaßen historisierend sind. Wir haben, die Hemden, die wir haben, haben historische Schnitte. Wir haben immer was um den Hals. Also man reitet dann nicht so freizügig wie ich jetzt gerade. Und die Schmetterlinge kannst du nochmal erklären, Wolfgang. Die Schmetterlinge auf den Stiefeln. Hier habe ich gerade einen, müssen wir mal ganz dicht rangehen. Seht ihr da unten am Stiefel? Da vorne? Das sind die sogenannten Butterflies, die Schmetterlinge. Da die Stiefel so dünn waren, ja, eigentlich nur eine Haut vom Tier, ganz dünn, in nochmal ganz dünnes Kalbsleder wie ein Strumpf, drückt häufig der Steigbügel vorne auf den Spann. Und damit der Stiefel da nicht durchgescheuert wird und der Reiter keine Druckstellen kriegt, hat man dann dort vorne diesen Schmetterling noch auf dem Stiefel über, mit dem Spornriemen festgemacht. So, das könnt ihr euch aber auch bei uns angucken. Ja. So, und dann grundsätzlich auch, wenn es 29 Grad draußen hat. Da ist er noch Hemd, Weste, Schärpe, Gehrock, Perücke oder Seitenlocken und Hut. Das ist warm. Ja, aber Leute, jetzt wollen wir mal so Stiefelriemen sagen. Stiefelriemen auch noch. Ja, wir sind ja nun ein historischer Betrieb oder wir zeigen die Historie, naja, wie es war. Ihr wollt euch bestimmt nicht zum Affen machen und dann. Nein, aber ich finde schon gerade, wenn einer sagt, eurem Reitverein im Dreispitz dort reiten. Wenn einer sagt, ich bin Barockreiter und setzt sich dann einen nicht passenden Dreispitz auf eine moderne Frisur, hat eine eckige moderne Brille an, hat moderne Reitstiefel über einer weißen Plastikhose. Und die Rolex blickst noch unten raus. Ja, also, auch schade. Das kann man besser machen. Ja, und Reithosen mit englischen Reitstiefeln darunter geht für mich auch nicht. Das ist bei mir immer Feierabend. Aber egal. Das ist eine andere Geschichte. Lass es mal auf. Ja. Vielleicht was anderes. Ich glaube, grundsätzlich, das macht auch was mit einem. Also mir geht es zumindest so, dass wenn man sich so, sagen wir mal, gewandet, sich so herausputzt, dann bewegt man sich auch anders. Und ich glaube, das ist auch etwas, egal, wir reden ja heute auch über Etikette, man muss ja jetzt nicht nur nach hinten gucken und sagen, okay, wie war es damals und ich möchte jetzt barock reiten, möchte was darstellen, wie es mal war. Sondern man sieht ja auch bei den Seminaren, oder wenn man als Week Student zu euch kommt, dass es eine gewisse Kleiderordnung gibt. Und das macht ja auch was mit einem, dass man diese Kleiderordnung ein ganz klein wenig liebt. Und es gibt ja das Sprichwort, Kleider machen Leute. Ja. Man strahlt was anderes aus. Und dieses Selbstbewusstsein kann man dann auch mit in den Sattel nehmen. Also, es ist ja so, wir persönlich, die Christine und ich und einige Leute um uns herum, machen sich sehr viel bei ihren Kostümen selber. Selbst wenn man das Kostüm selber vielleicht nicht schneidern kann. Christine hat sich einige Barockkleider von Hand komplett genäht. Die hat mir meine Breeches, meine Reithosen von Hand genäht aus semisch gegerbtem Leder. Alles mit der Hand gestochen, nicht mit der Nähmaschine. Wenn man so etwas trägt, ist man auch in einer gewissen Art und Weise sehr, sehr stolz, das tragen zu dürfen. Und ich finde, man sieht immer, wenn jemand sich das gemacht hat, man sieht das auch auf historischen Veranstaltungen, da gibt es Leute, die laufen in einem Kostüm rum und dann gibt es ein Kostüm, das läuft herum. Da steckt ein Mensch drin. Oh, es ist ja so, wir sprechen auch immer neuerdings von kultureller Aneignung. Ne? Ja. Also ich bin der Meinung, wenn ich so eine historische Figur darstelle, dann möchte ich es bitte auch so gut ich kann originalgetreu machen. Ja. Weil ich habe da eine Verpflichtung. Denen, die mich betrachten, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, wenn ich sage, guck mal hier, ich bin ich will ja was sagen. König Ludwig der 14., mach mir genau das Kostüm, komme aber nicht mit Hofstaat. Also ich muss wissen, dass so ein König nie alleine irgendwo aufgetreten ist.
Da musst du dir dann halt im Hobby mal 20 Leute suchen, die hinter dir her dackeln und dir Luft zufächeln oder, ne? Also. Ja, die könnten nebenbei auch den Stall machen, das würde einiges, naja. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen weit. Für mich gehört das auch tatsächlich mit zur Etikette, dass wenn ich mich mit Geschichte beschäftige und eine Show, in Anführungszeichen, in einem Kostüm reite, dass dieses Kostüm einem geschichtlichen Blick standhält. Und wir achten auch ziemlich sehr darauf, dass wir sogar, wenn es kommt darauf an, was wir machen, dass wir dann zum Teil auch, wenn es verträglich ist mit dem Pferd, historische Gebisse haben. Das Einzige, wo wir mittlerweile einen großen Stilbruch machen, ist das Bosal in der Form, wie wir es heute benutzen. Ja, das ist. Aber das machen wir einfach dem Pferde zuliebe. Und da sage ich auch, okay, da lasse ich den Stilbruch mittlerweile auch zu. Das ist für mich in Ordnung. Ich wollte euch noch einen Tipp geben. Wer sich mit so etwas beschäftigt und sich vielleicht wirklich ein schönes Kostüm machen möchte oder machen lassen möchte, in Minden wird in diesem Jahr das erste Mal seit Corona wieder einen guten Dreispitz kaufen will, zum Beispiel, ja, oder sich ein paar richtig gute Stiefel machen will. Mhm. In Minden ist die Rienecta-Messe, die ist vom 1. und 2. Oktober in Minden bundesweit die einzige. Es gibt noch eine, glaube ich, in Frankreich und irgendwo noch in Italien, glaube ich, und ansonsten noch eine in Amerika. Das gibt es nirgendwo. Wirklich außergewöhnlich gute Leute kommen dorthin. Ihr könnt dort authentische Knöpfe, Stoffe, Borten, ihr könnt euch Hüte machen lassen, Stiefel machen lassen, ihr könnt Handschuhe, ihr könnt alles kaufen, was ihr wollt. Ja. Und aber auch die Materialien, um es selber zu machen. Und ihr kriegt dort die Schnitte zu kaufen. Ihr könnt euch ganz viel mit wirklich kompetenten Menschen unterhalten, wie man so etwas macht. Das sind hervorragende Schneider aus Italien. Ein Stiefelmacher, der macht außergewöhnlich gute Stiefel. Im Übrigen waren historische Reitstiefel, nicht rechts und links am Fuß. Die waren immer gleich. Die waren rechts wie links. Waren gleich und die muss man sich einlaufen, ja. Rechts und links. Haben wir auch. Ja, und das haben wir zum Beispiel auch, ja. Voll cool. Okay. Gut. Ich glaube, was vielleicht, ich grätsche nochmal ganz kurz rein, also was die Stiefel zum Beispiel angeht oder Reithosen oder auch Sättel, weil das ist ja auch so ein Thema, über das wir ja auch schon oft geredet haben. Ich glaube, wenn man sich mit dieser Reitkunst beschäftigt und auch Dinge nachreiten, nachempfinden, nachfühlen will, dann sollte man zumindest ansatzweise mal irgendwas in der Art auch mal ausprobieren und überlegen, warum haben die das gemacht? Nur weil das so üblich war, weil es Mode war? Oder gab es Dinge, die vielleicht halt eben auch einen praktischen, sinnvollen Grund hatten? Und jeder, der zum Beispiel halt sich den Bückeburger Schulsattel anguckt, der sagt dann immer, um Gottes Willen, wo sitze ich denn da? Setzt mich dann irgendwo hin, das macht gar keinen Sinn und das macht hinten total Druck und so weiter. Wer dann aber mal drin gesessen hat, drin geritten ist und sich dann mal drunter angeschaut hat, was passiert da drunter, macht das vielleicht doch Sinn, wie die Sättel damals aussahen. Es macht alles, was zur damaligen Zeit war. Egal, ob wir Mittelalter gucken, ob wir die Römerzeit anschauen, egal was, alles hatte einen Sinn. Es gab nichts Sinnloses an der Kleidung. Very simple. Ja, und es war häufig, wenn es nur ein Knöpfchen an einer Stelle war, wo wir heute fragen, wozu, wenn der Knopf nur verhindert hat, dass die Schärpe runterrutscht. Er hatte was zu sagen. Wenn wir an diesen alten Kleidern etwas sehen, ich verspreche es euch, es hat einen Sinn. Die haben keinen Schlitz und nichts an dem Kleid gehabt, wenn es nicht irgendwo sinnvoll war. Ja, zum Beispiel haben sie einen Schlitz in ihrem Gehrock gehabt, wo der Degen Paradedegen durchgeführt wird. Paradedegen durchgesteckt wurde durch die Kleidung. So, das sind alles so Sachen, man kann natürlich diese alten Originale, die darf man ja nicht mehr anfassen, die sind ganz porös, aber die sieht man in Museen und meistens sind die gut aufgehängt, dass man wirklich viel sehen kann und wenn man sieht, wie die gemacht wurden. Ich muss noch mal reingrätschen gleich. Und zwar, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen und wenn wir jetzt über angewandtes Reiten reden, da gibt es auch noch so ein Buch hier, auch empfehlenswert, hier direkt neben meinem Kopf. Wenn es darum geht, tatsächlich Ritter, da wird ja das Übelste darüber erzählt. Zum Beispiel, dass die in den Sattel gehievt worden sind mit irgendwelchen Gerüsten und sonst irgendwas. Die Ritterrüstung hätte die total steif gemacht. Ja, und so 100 Kilo. Mit so einer Rüstung konnte man so aufsteigen wie heute auch. Und zwar genauso schnell. Das war eine Maßanfertigung, komplett biometrisch auf denjenigen zugeschnitten. Und man konnte sich damit wunderbar bewegen und wunderbar zu Pferde sitzen.
Und da gibt es halt zum Beispiel hier... Der hat einen Ironman in Rüstung gemacht. Hast du das mitgekriegt? Ironman. Was sagst du? Also es gibt einen Freak, der hat einen Ironman in Rüstung gemacht, inklusive Schwimmen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber es ist toll. Also das ist schon echt stark. Schwimmen glaube ich nicht. Ne? Nee. Aber Ironman ist Schwimmen. Ja gut, dann muss er durchs Wasser gelaufen sein. Jetzt habe ich ja mal für einen Film gemacht. Nee, geht nicht. Nee? Sollst du ab? Keine Chance. Du kannst nicht gegen einen schwimmen. Nein. Na gut, dann war es nicht mit dem Kettenhemd schwimmen. Dann war es nur eine Gymnastikgeschichte. Aber immerhin. Ich mache mal weiter, weil wir sind schon auf Seite, also haben eine halbe Seite schon von. Ja, ich glaube, wir sollten noch aufhören mit den halben Lamellen. Wir können ein bisschen was davon erzählen. Aber Leute lieben es. Na gut. Anna M. Stark, alleine aus Sicherheitsaspekten sind gewisse Kleidungsvorschriften beim Reiten ja durchaus sinnvoll. Allerdings hattet ihr in den vorangegangenen Sprechstunden immer wieder erwähnt, dass euch einige historische Reitkleidung durchaus sinnig erscheinen. Könnt ihr mal näher drauf eingehen? Ja, das sind vor allem die Stiefel, die ich sehr sinnvoll finde. Ja, die Hosen, die Breeches. Das sind Kniehosen, also Kniebundhosen. Ich hole gleich mal eine her. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich auch eine abgebildet. Die sind unfassbar bequem und super gut zu reiten. Also man kann da toll mit reiten. Man reitet sich keinen Wolf. Man reitet sich nirgendwo durch. Die sind sehr durchdacht, die Hosen. Ja, aber worauf wollen wir jetzt hinaus? Was sonst noch? Könnt ihr darauf nochmal eingehen, sagt er. Also, dass historische Reitkleidung sinnvoller ist als das, was wir heute haben. Ja. Oh Gott, das, was wir heute haben. Das, was wir heute haben, ist ja in der Hauptsache, hat ja nichts damit zu tun, dass es alleine nur praktisch sein muss. Es muss ja immer schick sein. Es muss ja dem Stil entsprechend. Ja. Egal, ob wir jetzt sagen, wir haben eine Stiefelhose. Im Moment, im Sommer ist ja sogar Mode, dass die Damen da an bestimmten Teilen am Bein so ein bisschen Haut zeigen können. Es ist eine neue Mode, dass die Mädchen... Also die mit dem schönen Körper, wer sich es leisten kann, hoffentlich nur die, wahnsinnig körperbetonte Reitkleidung tragen. Das ist so ein neuer Trend. Und auch Reitleggings, wo gummierte Teile den Körper noch betonen. Ich denke also auch den Po ein bisschen lüften und also so, wow. Das geht dann schon wirklich in Richtung Mode. Und dann eben noch dazu in Kontrastfarbe diese karierten Strümpfe über der Stiefelhose und dazu dann einen schicken Turnschuh. Ich kriege Pickel, wenn ich das sehe. Ich finde, in den Stall, dann gehst du zu deinem Pferd und das Erste, was passiert, ist, dass du in deinen Strümpfen Strohhalme und Heuhalme drin stecken. Ja, das ist ja die eine Geschichte. Aber die Männer gucken euch, tut mir leid, auf den Hintern. Ja. Und sonst da wohin? Das wollt ihr gar nicht. Das wollten die schon. Sonst würden sie sich so nicht anziehen. Warum guckst du mich so an? Weil du dich so anziehst. Deshalb gucke ich dich so an. Aber das Pferd soll ja eigentlich damit hervorgehoben werden. Und wenn ich mich so anziehe, steht das Pferd im Hintergrund. Da guckt dann jeder nur noch, wer da oben aufsteigt. Und da gibt es gerade so bei YouTube so ein paar Dinger, wo ich einfach so sage, Mädels, da seid ihr auf dem falschen Dampfer. Dann braucht ihr das Pferd nicht mehr. Dann könnt ihr auch an der Stange tanzen. Das ist einfach schade, dass ihr das Pferd dazu missbraucht, um euch darzustellen, körperlich. Ja. Die Frage ist auch, ist das praktisch? Ne? Jetzt gibt es da tatsächlich auch Hosen, die haben da einen Besatz da hinten drauf, der es unmöglich macht, seinen Sitz im Sattel zu verändern. Da ist also nichts mehr mit, ich rutsche nach innen rüber, Innensitz und Drehsitz und so weiter, sondern das ist der Klebsitz. Ich bleibe da an der Stelle, wo ich bin und komme da nicht mehr weg. Es gibt ja sogar Klebstoff, den du auf den Sattel machen kannst, damit du fester sitzen kannst. Ja. Ist ja, damit du nicht rutscht. Ja, muss man immer gucken, wofür, für welche Reitweise das gedacht ist. Für unsere Reitweise funktioniert es nicht. Martina Heuschnapp möchte gerne einen Tipp von uns haben. Huhu, wo bekommt man die Lederstulpen her, die ihr habt? Heutige Reitstiefel und Chaps gab es ja zur damaligen Zeit nicht. Reite seit langem nur mit J-Pur, hätte aber auch gerne mal was anderes, möchte mein Pferd aber noch spüren. Es ist richtig, dass du mit einem modernen Reitstiefel dein Pferd nur bedingt spürst, weil es die Wade eben doch, also weil es festes Leder ist und die Wade doch sehr rund presst. Die Chaps machen wir selber. Ich mache für jedes Mädchen
wenn ich neue Chips mache, einfach einen neuen Schnitt. Und Jungs. Ja, und Jungs. Ja, jetzt haben wir ja neuerdings auch mal Jungs dabei. Früher waren es ja immer nur Mädchen. Das ist Ziegennapper? Ja, ich mache erst einen Schnitt aus normalem Stoff. Den tacke ich einfach mit dem Büro zusammen und sage, wenn ich sage, jetzt passt das Ding, dann lege ich das erst auf Leder auf, schneide es aus und dann kann man das einfach mit einer Naht zusammen nähen. Das ist keine große Arbeit. Das näht auch, also wenn das aus Ziegennapper ist, so wie ich das mache, Ziegennapper ist Leder, dünnes Leder, das kann auch eine normale Nähmaschine durchnähen. Die Naht hält manchmal nicht so lange. Im Übrigen, wenn man Leder näht, muss man immer wieder durch die gleichen Löcher nähen, sonst näht man Leder kaputt, dann reißt es an der Naht. Aber wir haben euch aber auch eben gesagt, in welchen Büchern und so, da sind überall Schnitte drin, das kriegt ihr. Und ihr könnt bei YouTube gucken, es gibt für alles eine Anleitung, Leute. Ihr findet wirklich für alles eine Anleitung. Schaut mal auf Reenactment, Barock und was weiß ich. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da ein Spruch zukommt. Die, oh Gott, Pelzigkater. Ja, genau, Frauen sind selbst schuld, wenn sie kurze Röcke tragen und vergewaltigt werden. Ah, ja, natürlich kann man das so sehen. Nein, es gibt einem Mann nicht das Recht, eine Frau zu vergewaltigen, selbst wenn sie nackt auf der Straße. Wer hat das denn gesagt? Du hast gesagt, dass... Ihr müsst euch nicht wundern, wenn man da hinguckt. Ja. Das liegt aber an dir, der du guckst. Ja, komm. Naja. Ich glaube, wir schweifen ab. Ich glaube, das sollte gar nicht unser Thema sein. Nee, das ist auch nicht das Thema, aber es geht um Etikette. Das ist eben in meinem Sinne nicht die Etikette, die ich... Das ist impertinent, das ist aufdringlich. Ja. Damit drückst du deinem Gegenüber, machst du ein schlechtes Gewissen, wenn er dich anguckt und provozierst Gedanken, die man gar nicht haben will. So, Eva Schetter hat eine Frage. Wie hat sich das Verhältnis Kleidung zu Benehmen im Laufe der Zeit verändert? Gab es Zeiten, in denen man das Benehmen gegenüber dem Pferd anhand der Kleidung ablesen konnte, zum Beispiel Methoden im Training? Ja, eigentlich auch schon gesagt. Das ist ja, man hat sich vernünftig gekleidet und man sollte sich in dieser Form, in der wir uns... Die Frage ist, hat ein Grobian sich anders gekleidet als ein Pferdeflüsterer? Also ein Grobian wird mit Sicherheit sich nicht in dieser Art der Reiterei beschäftigt haben können. Den hätten sie einfach rausgeschmissen. Ja. So, den haben sie nicht brauchen können. Und wenn es Grobiane dabei waren, die sie aber haben mussten, weil sie eines bestimmten Standes, einem bestimmten Stand angehörten bei Hofe und sie benahmen sich schlecht, hatten diese Leute trotzdem, das ist heute ganz genauso immer noch so, die hatten einen schlechten Ruf. Man musste denen vielleicht die Pferde zurecht machen und man wusste auch, der reitet das Pferd zu Schanden und man hat denen dann wahrscheinlich auch nicht die allerbesten Pferde gegeben. Natürlich gab es solche Leute auch, die gibt es heute, die gab es auch schon immer. Wenn es ein grober Knecht war, hat er mit Sicherheit keine Anstellung gekriegt, aber wenn er vom Stand war, mussten sie ihn einfach mit durchfüttern. Das ging nicht anders. Anna Wehr, hat eine bestimmte Etikette nicht auch etwas mit der Wertschätzung dem Pferd gegenüber zu tun? Man würde ja auch nicht in Jogginghose ins Büro gehen. Schlurft man in besagter Jogginghose und Badelatschen durch die Bahn, kann man doch kein Meisterstück von Piaf erwarten, oder? Zählt diese Idee schon zu den inneren Bildern? Meines Erachtens nach, ja. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Leute, die das trennen können. Aber, also ich für meinen Teil meine auch, dass es schon mal etwas mit einem macht, wenn man sich anders kleidet. Also es gab ja auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten ganz viel zu diesem Thema Homeoffice. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, soll ich mich trotzdem so kleiden, als wenn ich ins Büro fahre. Und dann sitze ich halt nicht mit der Jogginghose, weil es erstmal ein ganz anderes Feeling macht. Und so ist es halt, glaube ich, auch mit dem Reiter. Es macht einfach auch ein anderes Bild und es macht auch ein anderes Feeling, wenn ich entsprechende Kleidung trage. Also wenn ihr nach Spanien oder nach Portugal fahrt, speziell in Spanien auch, wenn ihr zu den Gestüten geht und euch Leute Pferde vorreiten, werdet ihr immer sehen, dass sie ein ordentliches Hemd anhaben, eine saubere Reithose, die haben saubere Stiefel. Im Allgemeinen noch sehr sauberes Sattelzeug, die Trensen und alles, das ist sehr sauber, das ist sehr gepflegt bei denen. Die legen da einen großen Wert drauf, bevor sie aufs Pferd steigen, dass alles in Ordnung ist. Die putzen sich meistens, so kenne ich das, bevor sie aufsteigen, noch einmal mit der Bürste über die Stiefel. Das ist dort
immer noch sehr angesagt. Bei sehr, sehr vielen, bei guten Gestüten, bei sehr, sehr vielen sieht man das wirklich. Natürlich gibt es dort auch die Schlunze, wie bei uns auch, die da nicht mehr so drauf achten. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, wenn du da jemanden hast, der die Reiterei ein bisschen besser betreibt und das einigermaßen kann, die laufen ordentlich rum. Laura Sophie von Gersdorf, mal ganz abgesehen davon, dass man das Turniergeschehen, ob man das Turniergeschehen braucht. Bei heißen Temperaturen gibt es im Springen die sogenannte Marscherleichterung. Das finde ich respektlos den Richtern gegenüber. Für die 40 Sekunden das Jackett nicht anzuziehen. Die Richter sitzen ja auch voll bekleidet, eine ganze Prüfung, oft stundenlang da. Wie seht ihr das? Beim Turnier können sie von mir aus machen, was sie wollen. Das ist nicht. Ja. Ja. Also ein Richter, der durchwinkt, dass noch auf der Runde außenrum so am Zügel gezogen wird, dass das Pferd das Kinn auf der Brust hat, dem, also ich weiß nicht, nee. Ja, grundsätzlich ja. Aber ist ein immerhin, wie ihr wisst, halten wir überhaupt nichts vom Turnierwesen. Aber immerhin, was ich auch eingehend gesagt habe, wird dort zumindest noch auf eine Kleiderordnung ganz klar geachtet. Und auch das ordentliche Grüßen auch. Und ich finde, ist manchmal nicht ganz unangesagt im Leben, sich einigermaßen anzuziehen und dem Pferd gegenüber. Ich glaube, wir kommen auch noch drauf, wie wir es auch im Zivilleben halten. Wir sind ja nicht immer im Kostüm. Imke Prüm, wie sahen die höfischen Regeln im Reitbereich aus? Wer durfte bei Hofe überhaupt reiten? Wie wurde die höfische Etikette kontrolliert? Beziehungsweise welche Regeln mussten die Reiter einhalten? Galten besondere Regeln für Damen? So. Tausende. Jetzt bin ich dran. Dieses geschmeidige Leg mal los. Ist eins meiner Lieblingsbücher, der Löhneisen della Cavalleria. Und er schreibt auf den ersten 100 Seiten geschmeidig darüber, wie ein Hoffmann sich zu verhalten hat. Damit meint er einen Höfling. Und das Buch heißt della Cavalleria, also über die Reiterei. Da sagt er zum Beispiel Sachen, wie ein Hoffmann soll sich nicht in andere Ämter oder Befehl dringen, dazu er nicht bestellt ist. Und dann schreibt er einen ganzen Absatz und erklärt noch, was er damit meint. Ein Hoffmann, der in großen Gnaden ist, soll seine anbefohlenen Sachen schleunig und mit Fleiß verrichten. Womit ein Hoffmann eines Fürsten Gnad und Gunst erlangen und behalten möge. 1, 2, 3, 4, 5 Kapitel dazu. Ein Hoffmann soll sich gegen dem Frauenzimmer und jedwedem dem Frauenzimmer und jeder männiglich dienstwillig und freundlich zeigen. Ein Hoffmann soll wohl zusehen, wem er seine Heimlichkeit anvertraut und Freundschaft erzeigt. Ein Hoffmann soll sich das ist das zu Gegenteil, ehrlicher... Ganz kurz, die Seite eben ist das Gegenteil von Facebook. Ja. Wo man jedem zeigt, wann man sich die Zähne putzt oder wann man auf dem Klo sitzt. Stimmt. Das ist genau das Gegenteil. Anti-TikTok. Ja. Ein Hoffmann soll sich zu ehrlicher Gesellschaft halten und sich des Spielens, Hollsaufens, Fluchens, Schandierens, Hurerei und anderer Leichtfertigkeiten enthalten. Hoffmann ist, was Christine sagt, ist ein, der Höfling. Ein Höfling ist nicht jemand, der adelig ist, sondern der bei Hofe angestellt ist. Das ist ein Höfling. Leute, die am Hof ein Hoffmann soll sich der Wahrheit befleißigen und sich des Fuchsschwänzens und Afterredens enthalten. Der üblen Nacht. Ein Hoffmann soll sich des... Komm, reicht. Ich will jetzt nicht die 100 Seiten vorlesen. Es, und noch, ja, es gibt soll sich nicht balgen es, und fänkisch sein. Es gibt unfassbar viele Anleitungen, wie sich, man nannte die Höflinge auch Knechte, die Reitknechte. Das hat nichts mit dem Knecht zu tun, wie wir das heute sehen. Ein Reitknecht ist ein Reiter, ein Bereiter, das ist ein Reitknecht. Ja, wenn wir von den Reitknechten lesen, dann ist das nicht derjenige, der den Stall ausmistet, sondern das ist derjenige, der Pferde bereitet. Gut,
Lass es bitte weitermachen. Wir müssen jetzt. Wie sich ein Hoffmann in Kleidungreiterei und gegen seinen Dienern verhalten soll. Na ja. Gut, ich höre mal auf. Aber das könnt ihr alles nachlesen. Es ist alles niedergeschrieben, ja. Genau. Es ist nicht bei uns aus den Fingern gesogen. Gelten besondere Regeln für Damen? Ja, die Damen durften nicht im Herrensattel reiten. Durften sie auch. Haben sie nicht. Es haben sich einige drüber hinweggesetzt, aber durften sie nicht. Sie sollten es nicht tun. Es ist auch niedergeschrieben, dass sie es nicht tun sollten. Ja, aber erst spät. War es niedergeschrieben? Ja, 19. Jahrhundert. Ja, da kommen die Dame zu Pferd, die sitzen da. Aber in Barockzeit sind noch viele auf Jagden tatsächlich im Herrensitz mitgeritten. Ja. In den Reisekleidern, die waren weit genug, da siehst du nichts. Nur beim Aufsteigen musst du halt ein bisschen den Rock lüpfen. Also war gar nicht so selten. Die Damen durften bei der Parforcejagd gar nicht mitreiten, die durften nur bei der Falknerei mitreiten. Oh. Ja, ja. Die wurde ja nicht überall betrieben. Ich kenne aber auch rote Röcke. Ja, rote die durften aber nicht bei der Jagd selber mitreiten. Die ritten außen, die waren berittene Zuschauer. Ja, okay. Die durften aber nicht. Aber haben sich dann auch so getan, also diese roten. Es gab jede Menge Etikette, was die Damen, wo die Damen dran teilnehmen durften und wo nicht. Es gab eigene Damenrennen, Ringrennen und so weiter, die extra Spielregeln hatten. Ja, also so gemischt wie heute haben die sich nicht. Nein. Die hatten ihr eigenes Zeug. Ja. Ne? Welche Benimmregeln, fragt uns Anna M. Stark, in der Reiterei und der Reitkunst gab es damals und sind davon überhaupt noch welche übrig geblieben? Welche Benimmregeln würdet ihr euch in der heutigen Zeit wünschen? Ja, werden ja gerade abgeschafft. Wir fangen ja an zu gendern. Wir machen ja jetzt jedermann zu jeder Frau und jeder Frau zu jedermann. Viele Sachen dürfen auch nicht mehr gesagt werden und genannt werden. Das steht alles in den alten Büchern tatsächlich drin, die Benimmregeln. Dieses Wort Fräulein gibt es ja auch nicht mehr, dass eine unverheiratete Frau eben anders angesprochen wurde als eine verheiratete Frau. Was und ist das aber, würdest du gerne erhalten? Nein, ich habe nur gesagt, das hat es alles gegeben. Ach vieles so. ist nicht mehr erhalten geblieben. Ja, ist abgeschafft. Wir schaffen gerade noch viel, viel mehr ab von diesen ganzen Dingen, die eigentlich. Haben aber auch jetzt nicht unbedingt was mit der Reiterei zu tun, oder? Nein, das nicht. Aber mit der Ansprache zum Beispiel. Also. Gut, heute, wir halten es in Bückeburg alle mit dem Du. Es gibt aber immer noch Reitlehrer, die auf höherem Niveau reiten. Da wird immer jeder gesiezt. Ja? Auch die jungen Menschen werden gesiezt. Das gibt es auch noch, dass die Etikette da. Es sagt sich ja auch nicht so leicht, du Dummkopf, wie sie Dummkopf. Nicht so leicht, sie Dummkopf, wie du Dummkopf. Ich wollte das andere jetzt nicht sagen. Das ist ein gewisser Abstand. Ja, aber es gibt natürlich Benimmregeln, wir hatten das ganz am Anfang schon mal, also dieses Türfrei bitte beim Betreten der Reitbahn, dass ich darauf achte, was ist da eigentlich gerade in der Reitbahn los, ne? Und wer betritt gerade die Reitbahn? Also im Andrade kann man da eine ganze Menge zu lesen. Der hat ein ganzes Kapitel, wie überhaupt so eine Reitschule aussehen soll, auch welcher Stand gerade die Reitbahn betritt. Wenn der König kommt, die königliche Familie kommt, dann müssen sie alle vom Sattel springen und entsprechend dafür sorgen, dass der gute Mann einen Stuhl bekommt an der entsprechenden Stelle, darum fragen, erbeten, ob sie weitermachen dürfen mit dem Reitunterricht und solche Dinge. Aber da stehen auch praktische, sinnvolle Sachen drin, dass ich abzuwarten habe, wenn jemand gerade an der Tür, an dem Eingang entlang reitet oder mit seinem Pferd an der Leinen vorbei unterwegs ist, dass da ein anderes Pferd keinen Tritt abbekommt, dass die Hengste sich nicht in die Quere kommen da und da wilde Beißerei oder Steigerei dann anfängt, dass man darauf wartet, bis dann da halt entsprechend Platz ist. Ja, und das ist etwas, was wir heute kennen, dieses Türfrei bitte und ich gucke mal erstmal und betrete dann erst mit meinem vielleicht auch aufgeregten jüngeren Pferd die Bahn und reiß nicht die Tür auf und bin drin. Ne, all solche Dinge. Oder in der spanischen Hofreitschule, ich weiß nicht, wie es heute ist, früher war es so gewesen, dass die Handarbeit Vorfahrt vor der Reiterei hatte. Ja, das ist immer ne, so. Undenkbar in einer heutigen größeren Reitanlage, dass man klassische Handarbeit oder Langzügelarbeit macht und da wird gleichzeitig geritten. Also das würde man direkt verbieten. Ja, du stehst ja das da im Wege, wenn er gerade seinen Mitteltrab hat, dann stehst du da im Wege, das geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, die Bahnregeln zum Beispiel, Seitengang hat Vorrang vor geradeausgehen. Ja? Also wenn jemand im Seitengang geht, geht der geradeausgeher, macht einen Bogen drumherum. Das gehört sich so. Eben was du sagst, Bodenarbeit, dem wird ausgewichen. Und dann
wie man ausweicht, wer weicht wen aus, wie im deutschen Straßenverkehr, nicht wie im englischen Straßenverkehr. Das sollte man auch wissen, wer weicht wem aus, damit, wenn jemand mit einem schwierigen Pferd unterwegs ist und vielleicht gerade Probleme mit dem Pferd hat, dass der nicht noch ausweichen muss, sondern dass man das einfach sieht und aus Höflichkeit sagt, komm, ich lass dich da mal alleine auf deinem Zirkel, üb mal da unten. Und das sind auch so Benimmregeln, wo man einfach sieht, oder ein Reitanfänger ist da. Ja, dass man einfach sagt, dem Reitanfänger, wie es im Straßenverkehr auch ist, nimmt man Rücksicht. Der kann halt das Pferd noch nicht so dirigieren wie jemand, der es schon ein bisschen besser kann. Ja, was ich wichtig finde, ist, wenn man in den Stall kommt, dass man grüßt die anderen Menschen. Das passiert mir immer wieder mal, dass ich komme in den Stall und ich sage, hallo, wunderschönen guten Morgen. Und alle machen so weiter. Dann gibt es einen richtigen Rüffel von der Chefin. weil ich finde, also wie sagst du immer? Jedes Schwein grunzt, wenn der Bauer in den Stall kommt. So. Das ist ein schöner Spruch, ja. Und die Leute sollen gefälligst auch grüßen. Und wenn man etwas Freundliches für sie tut, ihnen eine Tür aufhält oder eine Boxentür aufmacht, wenn sie in den Stall geritten kommen, dass man sich dafür bedankt. Also ich bedanke mich, wenn die mir mein Pferd geputzt haben, wenn ich das bestellt habe. Ein Pferd grüßt dich auch immer, wenn du in den Stall kommst. Ja. Total toll, wenn er mich immer ruft. Ja, der hört mich aber schon, wenn ich draußen rangehe. Einige von unseren jungen Leuten haben das auch ganz gut drauf, dass sie, wenn wir absteigen, uns das Absatteln abnehmen zum Beispiel, dass sie den Sattel zur Sattelkammer tragen. Das finde ich immer sehr freundlich, sehr höflich, wenn sie das machen. Nehmen den Sattel ab und tragen den rüber. Dann kriegen sie auch ein schönes Dankeschön. Ja, da gibt es auch mal ein schönes Dankeschön. Ja, genau. Da habe ich noch den Ulf Bestmann mit einer netten Frage. Auch eine Frage der Etikette, wenn das Pferd mal was fallen lässt. Ich habe dazu ein etwas gespaltenes Verhältnis, ob man das Pferd beim Äppeln stehen lassen soll oder nicht. Zum einen ist es für das Aufsammeln und die Pflege der Reitbahn und auch für das Pferd angenehm, es im Stand zu erledigen. Andererseits habe ich zum Beispiel schon Quadrillen platzen sehen, weil ein Pferd auf das Stehenbleiben partout bestand. Beim Tummeln mag das Adrenalin zu hoch sein, dass sie äppeln müssten. Wie ist eure Meinung dazu? Also wie war es früher? Ich gebe dir da vollkommen recht. Beim Quadrillenreiten darf es nicht sein, im Sport darf es auch nicht sein. Die äppeln beim Laufen, beim Militär war es auch so, haben nicht anzuhalten, geht nicht anders. Bei uns in der Reitbahn ist es absolut angesagt. Ich habe einen wirklich weißen Boden und das ist jetzt der vierte oder fünfte Boden, den ich da drin habe. Den möchte ich so lange, wie es geht, auch so weiß behalten. Das heißt, jeder bei uns in der Reitbahn springt auf, wenn ein Pferd äppelt, geht in die Reitbahn und nimmt es weg. Sofort. Jeden Appel. Es ist ganz egal. Auch ich springe auf, wenn ich zugucke und das Schülerpferd, es fällt hinten was raus, springe auch ich auf und nehme es sofort weg. Ja. Das gehört sich bei uns einfach so. Das ist halt die Spielregel in unserer Reitbahn. In anderen Reitbahnen ist es anders, aber die Pflege des Reitbodens ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Wenn der Boden gut gepflegt ist und auch mal gut gewässert wird, können die Pferde auch gut laufen. Ich weiß noch, als unser Boden nicht mehr so gut war und man jedes Mal eine schwarze Nase innen hatte und das Taschentuch war schmutzig davon, dann müsst ihr auch überlegen, das nimmt das Pferd auch auf beim Reiten. Es kriegt diesen ganzen feinen Staub in die Nase, in die Lunge rein. Und man muss sich dann nicht wundern, wenn die dann irgendwann eventuell tatsächlich von der Reitbahn eine Staublunge kriegen. Ja, das gehört auch dazu. Und das, was nachher staubt, ist meistens zerbröselter Mist. Sand wird erst ganz langsam zu Mehl. Das dauert eine Ewigkeit. Wie machen die das denn in Wien? Die haben doch auch Pinkelpagen. Also so da ist einer, der ist dafür angestellt. Der kommt da mit dem Mistboy reingerannt. Der hat einen grauen Kittel an, der steht an der Tür. Und dann geht der sofort rein und nimmt das aber weg. Die bleiben nicht stehen, die machen das im Gehen. Die bleiben auch stehen. Ja gut, in Quadrille natürlich nicht. Aber in der Quadrille geht er dann auch nicht in die Bahn. Aber der geht nach der Quadrille sofort in die Bahn und macht sauber. Okay. Ich glaube, was wichtig ist festzuhalten, ist einfach, dass wenn was passiert, egal ob es jetzt im Laufen war oder stehen geblieben, dass es jemand wegmacht und vor allem, dass man nicht durchreitet. Ne? Ja. Oder womöglich 3, 4 Pferde da was gemacht haben und ich warte dann erstmal, bis wir dann irgendwann mal fertig sind.
Ja. Dazu, wenn wir gerade bei Reitbahnen sind, was ich auch wichtig finde, ist tatsächlich auch, also wenn ich da vielleicht was hinterlassen habe, nicht in Form von Äppeln, sondern wenn mein Pferd da einen Handgranatenübungsplatz hinterlassen hat beim Reiten, in Form von tiefen Galoppfurchen, dass ich vielleicht dann mal danach nochmal in die Reithalle Reitbahn gehe mit einer Hake und das wieder beseitige. Ja. Fegen, die Stallgasse fegen, wenn ich die Hufe da ausgekratzt habe. Auch so ein ungeliebtes Ding. Ja. Ja, und zum Ulf nochmal, die Elefanten im Zirkus. Stellt euch mal vor, die würden in der Vorführbahn, in der Zirkusmanege, auf den 13 Metern im Rund, würden die pinkeln oder äppeln. Das ist immer eine Schiebkarre voll. Was meinst du, was das stinkt? Also bringen die denen vorher... Bringt ihr denn bei, auf Kommando vorher sich zu erleichtern? Die gehen gepieselt und geäppelt da rein. Und wer sich ein bisschen mit seinem Pferd beschäftigt, der kann das auch hinkriegen, dass Pferde nicht mehr äppeln in der Bahn. Also vor allem, wenn sie keinen Stress haben. Unsere äppeln eigentlich nur in die Bahn, wenn vorher einer reingeäppelt hat. Das sind die Dominanten, die dann meinen, die müssen da eine Duftmarke oben draufsetzen. Aber da kannst du auch wirklich mit dem Mistboy hingehen, den dran riechen lassen, den hinten unterhalten. Ja. Da fällt dann das Übel hinten raus. Und ansonsten kann ich sagen, zu 80% sind unsere Pferde in der Reitbahn. Ach, mehr als 80. Sie sind sauber. Okay. Sariba, was bedeutet für euch in Bezug auf das, ich nenne mal Reiterdasein, der Begriff Etikette in dem verschiedenen Kontext überhaupt? Da haben wir die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Genau, weiß gar nicht, die Frage ist mir irgendwie durchgerutscht. Die hat nach vorne gehört. Anna Wehr, was gehört für euch unverzichtbar zu einer guten Reiteretikette im Umgang mit dem Pferd? Es fragen, ob man es berühren darf, wie nah man herantreten darf, warten, bis das Pferd beim Trensen das Gebiss von selber ausspuckt. Das Pferd beim Holen von der Wiese nicht hinter sich herschleifen. Worauf achtet ihr besonders, wenn es um Stalletikette geht? Das ist schön, weil du jetzt mal wirklich darauf eingehst, die Etikette, die ich als Mensch meinem Pferd gegenüber an den Tag lege. Ich finde, dass der Anfang vom Ende ist das schlechte Sprechen übers Pferd. Also wenn man so, der Bock hat heute wieder an Häuser gesprungen, wenn man sein Pferd schon mit hässlichen Namen versieht, verroht einen das auch. Ich finde also, Pferde sind Prinzen und Schätzchen und Knuddelhasen, aber ganz bestimmt keine Böcke und keine, warum guckst du? Eule. Ich lese gerade. Ach so. Ich habe fast falsch gesagt. Nein. Ja, ich finde es eine gute Anmerkung, also das Pferd auch frage, ob man es berühren darf. Also ich mache das auch mit jedem Pferd, wo ich hinkomme, weil ich werde ja nun mal auch sehr intim zum Pferd. Wenn ich muss ja nun mal alles anfassen dürfen und überprüfen dürfen und eventuell auch mal einen Schmerzreiz auslösen, da wo es halt gerade gar nicht angenehm ist. Und wenn ich vorher aber schon mal gefragt habe und ganz vorsichtig vorgehe und sage, ich werde das mal hauchdünn, das Pferd berühren, bevor ich dann vielleicht mal fester drücke oder mal an einem Gelenk entsprechend unterwegs bin und überprüfe, tut es weh. Und es wird vielleicht auch mal wehtun. Dann habe ich vorher aber schon mal so ein bisschen mir den Respekt verschafft im Sinne von Vertrauen. Ja, wenn ich mein Pferd mit in die Reitbahn nehme, dann hat sowas auch was damit zu tun, dass mein Pferd mir vertrauen kann, dass ich nun eine Örtlichkeit betrete, wo nicht geschimpft wird, wo nicht geschlagen wird, wo kein Schmerz stattfindet, sondern hier wird dir Gutes getan und du fühlst dich danach gut. Ja, und du darfst beim nächsten Mal die Reitbahn möglichst auch so wieder betreten, mit diesem guten Gefühl. Schön gesagt. Das Pferd zu fragen und sich dem Pferd vorzustellen, vor allen Dingen, wenn man zu einem neuen Pferd heran, ich gehe ja ständig an neue Pferde ran, wenn bei mir ein neues Pferd in die Bahn tritt, die Students kommen rein, dann stelle ich mich immer vor das Pferd, halte meine Hände dahin und sage ich Hallo, guten Tag, liebes Pferd. So rieche ich, du darfst an mir riechen und dann darf ich dich, wenn es nicht ausweicht, nach hinten nach unten zurückgeht, dann darf ich es im Allgemeinen ja auch anfassen. Wenn es zurückgeht und sagt, du stinkst, ich mag dich nicht, dann habe ich ja schon mal ein Feedback vom Pferd, wo es sagt, aha, dann müssen wir mal gucken, ob wir beide miteinander agieren dürfen oder wollen. Und manchmal ist es so, dass Pferde auch sagen, ich möchte nicht, dass du mich anfasst. Ja. Dann ist das eben so, dann akzeptiere ich das auch. Dann
fasse ich es nicht an. Ja, ja, ich kriege die dann immer, indem ich mich dann zurücknehme und sage, oh ja, okay, dein, ja. Gerade so stolze Stuten hat man das häufig, dass die so, wer bist du, was machst du hier? Wenn man sich dann ein bisschen rausnimmt und sagt, du gar nicht schlimm. Die kommen meistens auch her und sagen, jetzt darfst du das. Aber das ist eben so, man muss da auch hinhören und nicht sagen, das interessiert mich nicht, wer, was du denkst. Ja, für uns persönlich hier interessiert es sehr doll, was das Pferd von uns denkt und was es von uns hält und wie es auf uns eingeht. Das ist für uns ganz wichtig. Kommt eben gerade die Frage von Nathalie Knödler. Ich habe die Lesebrille. Ja, ach, die war doch gerade bei uns. Die war. Warum ihr Pferd da die ganze Woche nicht, die war jetzt gerade als Wiegstühlin bei uns, warum ihr Pferd die ganze Woche bei uns nicht reingemacht hat? Weil es die Pferde im Allgemeinen nicht tun. Und außerdem, wenn ein Pferd bei uns reinmacht, dann gibt es auch immer einen kleinen Spruch dazu. Und glaubt es mir, dass die Pferde das auch hören, dass das nicht angesagt ist, dass wir das nicht gut finden. Und? Wir steigen nicht selber ab und holen das weg, sondern jemand anders macht das. Ja. Also es gibt keine Pause deswegen. Ja, das ist nämlich auch noch eine Sache. Wenn jemand immer absteigt und es gleich wegmacht, dann programmiert er sein Pferd. Das haben wir auch schon gehabt, dass Pferde, weil sie gelernt haben, zum Äppeln bleibt man stehen, dass sie dann 20 Mal äppeln. Am Ende kommt immer nur eine kleine eine Eiskugel hinten raus. Plopp. Reiter bleibt immer stehen. Da habe ich dann das habe ich zweimal erlebt in den letzten 15 Jahren. Und da habe ich gesagt, so jetzt, morgen heißt es weiterreiten, dann gehe ich mit dem Mistboy hinterher. Ja. Das gewöhnen wir dem Pferd jetzt ab, weil das Pferd sich die Pausen selber einräumt durch Äppeln. Mhm. Ja. So, zwei letzte Fragen, beziehungsweise eine Frage und eine ganz schöne Antwort auch von Philipp Wirz. Unser Museumsdirektor an der Hofreitschule, Dr. Wirz, hat nämlich hier wieder mal einen tollen Tipp. Katrin fragt uns, waren Frauen immer im Damensattel unterwegs? Hatten wir schon drüber gesprochen. Gab es unter ihnen auch Reitmeisterinnen? Oder sogar welche, die sich durchgesetzt haben und die Etikette bzw. die Regeln gebrochen haben und heimlich im Herrensitz geritten sind? Wie waren denn damals noch die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Hätte eine Frau auch ein Pferd ausbilden dürfen? Das sicherlich nicht. Das gab damals ganz klar, das ist ja auch noch gar nicht lange abgeschafft, dass bei uns auch in bestimmten Berufen Frauen nicht arbeiten durften. Ja, ja, bis in die 70er Jahre musste der Mann überhaupt erstmal unterschreiben, dass die Frau überhaupt arbeiten durfte. Ja, dass sie überhaupt arbeiten durfte. In bestimmten Berufen durften Frauen nicht arbeiten. In gefährlichen Berufen, also Zimmermann, Fleischer und solche Geschichten, da gab es Frauen nicht. Das gab es nicht. Ja, in der Backstube hinten und so. Heute ist das im Film immer so schön dargestellt. Natürlich gab es Frauen, die sich über diese Etikette hinweggesetzt haben. Die sind ja auch beschrieben. Meistens waren das Hochadlige, die sind dann ja auch als besonders wild. Und man erzählt dann die wildesten Geschichten diesen Frauen hinterher, die da einfach gesagt haben, ich setze mich drüber weg, ich tue das einfach. Man hat darüber geschrieben, das war ein Fauxpas, das durfte nicht sein, aber sie haben es gemacht. Aber Reitmeister, Reitlehrer als Frau gab es nicht, definitiv nicht. Die Handwerksrolle, das ist das Gesetz der Handwerker. In der Handwerksrolle ist ganz klar aufgeschrieben, in welchem Beruf Frauen arbeiten durften und in welchem nicht. Und bei den Reitern durften Frauen nicht mitmachen. Ich möchte euch auch daran erinnern, dass die Mode der Frau nicht wirklich zu körperlicher Arbeit geeignet war. Und so ein Köchinnengewand anzuziehen, mit dem du arbeiten kannst, das hätte die Dame von Stand nicht gemacht. Es gibt ein paar Abbildungen von Damen, die haben sich Herrenkleider angezogen. Also die sind tatsächlich im Offizier oder zumindest was extra Geschneidertes, was aber aussieht wie ein Männerrock. Aber die waren geschnürt. Also die hatten eine Schnürbrust an und die ist echt ein bisschen eng. Da kannst du keine großen Stunts mitmachen. Also jetzt hier so anreiten und... Vor allem Korsett mit eventuellen Stäbchen damit drin ist lebensgefährlich. Man fällt vom Pferd, das Ding bohrt sich in Lunge und sonst irgendwie etwas. Wobei wir natürlich durchaus sehr bekannte, gute Reiterinnen in der Vergangenheit haben. Wenn wir zum Beispiel die Kaiserin von Österreich nehmen, die Sissi. Sehr gute Reiterin im Damensattel unterwegs, gesprungen im Damensattel und ist, glaube ich, alle Lektionen der Hohen Schule geritten. Ja, ja. Also im Damensattel sind viele Sachen bekannt, sind auch Bilder dargestellt, wo Frauen bis zur Kapriole im Damensattel gesessen haben. Das ist keine Frage, aber eben nicht burschikos, so wie wir es heute
Oder wie wir es heute halten, das ist vollkommen normal. Das hat es damals nicht gegeben. Genau. Philipp Wirz hat darauf geantwortet, vielleicht von Interesse, eine wichtige Nische für reitende Frauen war der Zirkus. Susanna Forrest, eine sehr lesenswerte englische Autorin zum Thema Pferd und Mensch, schreibt gerade ein Buch über Zirkusreiterinnen im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Zeitgenossinnen von Boucher. Auf ihrem Blog berichtet sie darüber. Susanna Forrest mit Doppel-R.com / Amazons of Paris hat er aber reingeschrieben hinter die Fragen, wo wir die Sprechstunde angekündigt haben. Da könnt ihr das sehen. Da ist der Post mit drin, genau. Genau, wo ihr eure Fragen gestellt habt, wenn ihr da mal hinterher schnüffeln wollt. Ja, dann noch zum Abschluss eine kleine Anekdote. Es passiert mir immer wieder, dass im Museum dann so burschikose Herren daherkommen und so, ha, 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 heute gibt's Pferdesalami, ha, 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 sagen, da kann ich schon nicht mehr hören, langweilig. Die brauchen aber keine anderen Fragen mehr zu stellen, da bin ich dann durch. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, was kostet so ein Pferd? Auch so ein Gaul. Was kostet so ein Gaul? Eine so unanständige Frage. Ich sage dann immer als Antwort, ich frage Sie auch nicht, was Ihr Haus oder Ihr Auto kostet. Können Sie mich aber. Ich sage, ich will es aber nicht wissen. Ja. Oder Ihre Frau oder Ihr Sohn. Ich würde sagen, das würde ich Ihnen in Gegenwart des Tieres nie sagen. Gucken die so komisch. Ich sage, stellen Sie sich einfach vor, es kostet so viel wie ein Auto. Ja, was für ein Auto? Ich sage, genau. So. Solche Respektlosigkeiten kann ich nicht gut leiden, gerade in unserem Umfeld hier. So viel Mühe, wie wir uns geben, es ist immer staubgewischt. Es gilt die Keinhalmregel. Es ist ein Picobello-Vorzeigestall bei uns. Und dann kommt dann jemand und sagt so, ja, der Zossen, was kostet er denn? Naja, als humorvolle. Ja. Der da hinten, der hängt aber schon ganz schön durch im Rücken, ne? 30 Jahre alt. Ja. So sehr hängt der gar nicht im Rücken. Sagt zu mir, ein Mann, der mir bis hier geht. Was sagt Christine? Entschuldigen Sie, mein Herr, ich spreche Sie doch auch nicht darauf an, dass Sie so klein sind. Habe ich wirklich gemacht. Der war knallrot. Ja. Da kriegst du einen zurück, wenn du hier meine Pferde beleidigst. Wir haben vorhin noch eine Sache angesprochen, da ging es um die Kleiderordnung und zwar um den Helm. Das wollte ich nochmal, da wollte ich nochmal drauf ansprechen. Den Reithelm, ne? den Schutzhelm. Reithelm. Ja. Versicherungen schreiben es vor, dass ein Helm getragen wird. Manche Versicherungen schreiben es nicht vor. Das muss jeder halten, wie er das für sich richtig hält. Es gab früher, das wollte ich euch nur zeigen, es gab schon mal Möglichkeiten, den Kopf zu schützen, auch beim Westernreiten, als das mit den Helmen anfing, oh, das ist auch schon 30 Jahre, 40 Jahre her, da konnte man so Schalen kaufen, die kann man, glaube ich, auch immer noch kaufen, so eine Helmschale, die ist ganz dünn, ist aus Fiberglas und die kann man unter dem Cowboyhut anziehen, dann sieht man den kaum, man hat dann eben nur dieses Gestell hier um den Kopf. Und ich habe hier etwas gefunden aus dem 18. Jahrhundert, für die, das warte mal, ist ja cool. Kavalleriemütze ist im Schutze an, ich finde Kavalleriemütze im Siebenjährigen Krieg, französischer Dreispitz. Die hat eine Metallverstärkung. Hammer. Krass. Aber das gilt, dass du keinen Säbelhieb auf dem Kopf hast. Ja, du keinen Hebel auf dem Kopf. Nicht beim Runterfallen, weil den verlierst du ja beim Runterfallen. Naja, jetzt mal ehrlich, der Helm schützt dich auch nur vor einer echten Kopfverletzung. Vor einer Halswirbelsäule, Halswirbelsäulenverletzung schützt er dich nicht. Ja, es ist nur das eine bisschen, was er schützen kann, ist tatsächlich der Schädel selber. Und ansonsten, ja, das muss jeder selber halten. Ich sage nicht nein, ich sage nicht ja. Wenn bei mir jemand sagt, ich möchte einen Helm tragen, dann trägt er einen Helm. Da gibt es überhaupt keine Frage drüber. Wird auch nicht ausgelacht, absolut normal.
selbst, wenn du das selbst unsere Mitarbeiter, die ja mit ihren Pferden umgehen oder wenn sie mit einem unserer ja Schulhengste ins Gelände gehen und sich sicherer fühlen und das gerne möchten. Und auf jungen Pferden haben sie auch einen Helm zu tragen ja bei uns. Das ist auch, ja, das ist Vorschrift. Und manchmal beim Anreiten auch die Sicherheitsweste. Das machen sie nicht so gerne, weil sie sagen, ich kann mich nicht so gut bewegen. Aber wenn wir mal wirklich ein Pferd haben, wo ich merke, das könnte passieren, dass das Pferd explodiert, dann sage ich, da drehst das Ding aber trotzdem erstmal an. Zweimal. Ja, und dann sichern wir auch. Ja, und wir sichern natürlich. Also Safety first. Das ist egal, wie schön ihr euch anzieht. Ich wollte euch nur sagen, ich habe mir, ich glaube, vor 10 Jahren angewöhnt, ich bin früher manchmal auch ganz schön schlumpig rumgelaufen mit den Pferden. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mit dem Pferd umgehe, trage ich ein weißes Hemd. Egal, was ich mache, ob ich Bodenarbeit mache oder wenn ich mich mit den Pferden beschäftige, trage ich ein weißes Hemd. Das ist mein Moment mit dem Pferd, wo ich sage, ich ziehe mich jetzt ordentlich an, damit ich dich würdige, Pferd. Und das ist eine Zeremonie. Und auch die Stiefel sind bei mir eigentlich immer so, die Schuhe einigermaßen sauber. Natürlich, wir laufen alle durch den Mist. Und das, bei der Bodenarbeit werden die Schuhe auch schmutzig. Das ist ganz normal. Aber ja, dass man einigermaßen sauber zum Pferd hingeht und sich ordentlich anzieht. Und nicht mit den dreckigen Stallklamotten sich aufs Pferd setzt. Stinkend. Und da bitten wir auch unsere Weeks drum. Da haben wir extra ein kleines so ein Heftchen vorbereitet, wo wir Ihnen sagen, wenn ihr zu uns kommt, steht ihr im Licht der Öffentlichkeit und seid doch so gut. Entweder macht das mit JP-Hosen und so Bikerstiefelchen, also diese Biker-Boots oder Reitstiefeletten. Und eben der JP-Hose, da ist man immer gut angezogen. Und dann ziehst du dir ein kleines Hemd und ein Jackett drüber und dann siehst du picobello aus und passt hier auch super rein. Und ein sauberes Pferd hier über, durch, wenn ich es auf der Wiese bringe, da sagen die Leute, ja, der geht doch auf die Wiese, der wälzt sich doch gleich. Oder wenn ich zurückkomme, sieht er ja auch staubig aus. Ich sage trotzdem, das ist ein Unterschied, ob der sich auf der Wiese paniert hat oder ob der Ackerflecken hat, also ja, so Mistflecken. Und man wird auch immer wieder mal fotografiert hier im Park. Also wir sind da echt so ein bisschen... Es geht doch eigentlich um die Einstellung pingelig zum Tier. Es geht ja genau nicht nur darum, was die Gäste hier bei uns sagen, sondern es geht um die Einstellung des Tieres. Und wenn ihr euch mal YouTube-Videos anguckt über das kalifornische Reiten in Kalifornien und Nevada, auch die Cowboys tragen während der Arbeit ein sauber gebügeltes Hemd und einen ordentlichen Hut. Es gibt auch Cowboys, die laufen rum wie die letzten Schlunze. Aber die Kalifornierreiter, die ziehen sich im Allgemeinen sehr ordentlich an. Die haben, wie gesagt, ein gebügeltes Hemd an, eine ordentliche Weste an und einen ordentlichen Hut auf. Und da kannst du auch nach Mexiko gucken oder sonst wohin. Die sind alle immer, die haben ihren Reitdress natürlich, ihre Chaps und so weiter. Das ziehen sie alles an, aber sie sind ordentlich gekleidet. Mensch, du, das halbe Stündchen ist schon vorüber. Ist es so? Ja. Das hat Spaß gemacht. Das war ein schönes Thema. Gut, ne? Ja, das war richtig gut. Es kam von dir, ne? Chris, war deine Idee? Ich habe es verbrochen, ja. Also, naja, wenn am Ende jetzt nur rauskommen soll, dass wir ein bisschen darüber nachdenken, wie wir uns mit unserem Pferd darstellen, dann ist das eigentlich ein ganz tolles Thema gewesen. Bei vielen, die machen das sehr, sehr schön. Die kommen sehr ordentlich gekleidet und immer sauber mit ihren Sachen an und arbeiten auch stilvoll mit ihren Pferden. Und bei manchen ist es eben halt nicht so. Und da weisen wir dann aber auch drauf hin. Ja. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lieber Chris, ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst. Ich danke euch für die Einladung. Sind wir nächste Woche? Sind wir, ich glaube, das fällt. Kann sein, dass es ausfällt, kann sein, dass es stattfindet. Wir werden informieren. Genau, ja, wir informieren euch. Genau. Kann sein, dass das einmal pausiert. Dann ist der Dienstagabend ist vielleicht weg. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Genau, eigentlich hatten wir uns auch mit Philipp verabredet, ja, das zu machen. Ah ja, wir machen was Schönes. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.